Florian Braun, Direktkandidat der Kölner CDU im Köln 5, das ist unter anderem auch Ports. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor. Ja, ich bin 27 Jahre alt, schon seit über 10 Jahren politisch engagiert und habe nie davon losgelassen, weil es mir so viel Spaß macht. Habe in der Zwischenzeit linksrheinig studiert, rechtsrheinig bin ich groß geworden, habe da auch meinen Wehrdienst geleistet und arbeite dort seit 3,5 Jahren in einem Verband der Telekommunikation und kümmere mich seitdem um den Breitbandausbau in Deutschland. Ich glaube, Sie waren auch JU-Vorsitzende. Ganz genau, in Nordrhein-Westfalen seit 2,5 Jahren Landesvorsitzender der Jungen Union mit 30.000 jungen Menschen. Das ist natürlich eine tolle Aufgabe, eine große Verantwortung. Aber das war auch Antrieb, sich dann hier tatsächlich auch politisch zu engagieren. Und mit so vielen jungen Leuten kann man natürlich auch viel Spaß zusammen verbringen, sei es auf irgendwelchen Fäten oder dann auch mal in der Freizeit. Fahre ich dann auch selbst mal, um auch selber runterzukommen, mal eine Runde mit dem Motorrad oder mit dem Trecker. Das ist dann eine schöne Abwechslung. Wo sind Ihre politischen Schwerpunkte, Herr Braun? Ich finde, dass wir in Nordrhein-Westfalen mittlerweile keine Perspektive mehr für die junge Generation gewährleisten. Und da möchte ich ansetzen, diese Perspektivlosigkeit zu bekämpfen. Gerade sind wir mittlerweile international im Wettbewerb um unsere klugen Köpfe und die wollen wir natürlich halten. Meine ganzen Freunde und Bekannte, wir wollen natürlich eigentlich hier bleiben, weil wir es hier in Köln, gerade in Köln, besonders schön finden. Dafür müssen dann natürlich auch die Rahmenbedingungen lebenswert sein. Und dazu gehört, dass man sich hier sicher fühlt, nachts noch über die Straße gehen kann, dass man aber auch tagsüber nicht den ganzen Tag im Stau verplempert, sondern auch tatsächlich die Zeit sinnvoll nutzen kann, um Nordrhein-Westfalen nach vorne zu bringen. Dafür braucht es ordentliche Arbeitsplätze, digitale Arbeitsplätze und all das sind Punkte, wo ich mich für einsetzen möchte, um Nordrhein-Westfalen wieder eine Perspektive zu geben. Also ich nehme jetzt mal mit, so Digitalisierung ist ein Schwerpunkt, ganz auch genau. Beruflich bedingt, aber auch Verkehrspolitik wäre ein Punkt, den Sie durchaus für förderlich fänden. Richtig, wir haben mittlerweile eine Verdopplung der Staukilometer seit Amtsübernahme der rot-grünen Landesregierung auf 388.000 Staukilometern im Jahr. Und das ist natürlich brutal. Gerade hier in den Kölner Ringen macht sich das sehr deutlich bemerkbar. Und das ist nicht nur für die Menschen persönlich ein Hindernis, sondern auch für die nordrhein-westfälische Wirtschaft. Wenn ein durchschnittlicher Handwerker mittlerweile 8 Stunden in der Woche im Stau steht, dann verplempert er einen ganzen Arbeitstag in der Woche. Und ich glaube, so ein Handwerker würde mit diesen 8 Stunden, mit diesem ganzen Arbeitstag gerne was anderes anfangen. Und das würde natürlich auch der nordrhein-westfälischen Wirtschaft deutlich helfen, wenn wir auch diese Zeit wieder sinnvoll investieren können. Jetzt kommen Sie aus Port sozusagen, also Riesenstadtteil auch, hat auch verkehrstechnisch natürlich spannende Projekte oder auch immer wieder Ideen, die auch vielleicht lange Zeit nicht umgesetzt worden sind. Was wollen Sie denn für Köln in Düsseldorf erreichen? Wir müssen unbedingt die Mittel, die auch der Bund mittlerweile massiv zur Verfügung stellt für Verkehrsprojekte, für Infrastrukturprojekte, die müssen wir dann auch tatsächlich auch als Nordrhein-Westfalen beantragen und dann am Ende auch verbuddeln. Wir haben leider den Fall, dass in den letzten Jahren vielfach Millionen von Geldern wieder zurücküberwiesen werden mussten in den bundesweiten Topf, weil einfach Nordrhein-Westfalen keinen Planungsvorrat hatte, die Planung noch nicht abgeschlossen waren. Dann freut sich am Ende Bayern, sagt, da ist noch ein bisschen Geld übrig, sackt das Ganze wieder ein, weil sie noch Planungen übrig hatten in der Schublade. Und das ist was, was wir in Nordrhein-Westfalen unbedingt auch brauchen, einen Planungsvorrat. Und dann können wir solche Projekte, die auch in Ports was bewirken würden, nämlich zum Beispiel eine Verlängerung der Straßenbahnlinien oder vor allem auch eine Kölner Südbrücke, die würden erheblich zur verkehrlichen Entlastung beitragen und uns zukunftsfest machen im Kölner Süden.